Hey Leute, heute das Review zum G-Wolves Mousepad in Schwarz. Los geht's! Also Leute, heute Review zum G-Wolves Mousepad. Das Mousepad war damals mal gedacht, wenn ihr eine Scroll Mini kauft, dass ihr das Pad umsonst dazu kriegt. Hat man sich irgendwann anders überlegt, das Pad gab es dann nicht mehr umsonst dazu. Kostet jetzt 24,95 auf Max Gaming. Das Pad ist im Endeffekt ein Zoe GTF-X. Das heißt, das ist quasi die schnellere Stoffversion vom GSR-Mauspad von Zoe. Das ist der Klon davon mit leichten Verbesserungen in meinen Augen. Erste Verbesserung wäre die Gummirückseite hier, weil das hier wieder dieser klassische Non-Slip-Rubber ist mit diesen Pfeilen und nicht diese Kautschukartige Rückseite, diese glatte, die sich verändert halt, wenn die Raumfeuchtigkeit steigt. Das ist hier nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz 3 mm, das fühlt sich ein bisschen dünner an. Das ist ein bisschen labbrig und es wellt schnell. Also wenn ihr das irgendwie gekrümmt liegen habt, krümmt sich das sofort. Und es dauert dauert schon so ein paar Stunden, bis es wieder glatt ist. Der Stoff ist halt, das ist kein richtiger Kontrollstoff, ist halt wirklich ein bisschen schnellerer Stoff. Ich persönlich habe da keinen Bezug zu gefunden, weil schneller Stoff ist für mich immer sehr schwierig. Entweder ist wirklich gut gemacht und das Pad ist so weich, dass ihr einen guten Stopppunkt habt, oder der schnelle Stoff ist dann so, dass ihr so diesen Overshoot habt, wenn ihr irgendwo auf ein Ziel geht, dass ihr immer leicht drüber geht dadurch, weil der Stopppunkt nicht gut genug ist, weil ihr den nicht gut genug kontrollieren könnt. Es kommt daher, dass weil das Pad nicht weich genug ist für einen guten Stopppunkt und aber der Stoff zu schnell ist, um den guten Stopppunkt über die Kontrolle rein der Maus zu erzwingen. Was ist halt schwer, also für so Spiele wie Valorant und CS ist es anstrengend. Für so Apex und Warzone ist es auch völlig okay, da kann man das spielen. Aber dafür wäre es mir persönlich zum Beispiel wieder zu klein. Preis-Leistung ist okay. Das ist eher für mich so ein 19,95 Mauspad als 25 Euro Pad, muss ich sagen. Oder 15, also so irgendwas zwischen 15 und 20 Euro ist das in meinen Augen. Ansonsten gibt es, die Nachverarbeitung ist top, kann man nicht meckern. Gummibüro ist fast nicht vorhanden, ist sehr gering. Ganz solides Pad aus glattem Stoff, würde ich sagen. Also mehr so glatter Stoff, man sieht es auch, glaube ich, leicht. Der glänzt so leicht, das ist völlig solides Mauspad, aber halt 5 Euro zu teuer, Leute. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten. Bis dann. We'll be right back.